Impfstoffes von BioNTech und Pfizer. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verhindert das Präparat 2 Wochen nach der zweiten Impfung schwere Krankheitsverläufe zu fast 99%. Knapp 96% der Geimpften erkrankten demnach überhaupt nicht. Nach ARD-Hörfunkinformationen basieren die Ergebnisse auf der bislang umfangreichsten Datenbasis seit Beginn der Impfkampagne in Israel im Dezember. Mehrere Medienberichte, nach denen der Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch einen hohen Schutz vor einer Übertragung des Virus bietet, bestätigte das Ministerium bislang offiziell nicht. Vor der morgigen Öffnung von Grundschulen in 10 Bundesländern verlangt die Bundesschülerkonferenz umfangreiche Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus. Generalsekretär Schramm plädierte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe für eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Notwendig seien zudem Schnelltests für alle, die ein Schulgebäude betreten. Der Verband Bildung und Erziehung warnte vor dem Gesundheitsrisiko für die Lehrkräfte. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte im Deutschlandfunk, Kinder und Schulen müssten die volle Aufmerksamkeit bekommen. Kein Kind dürfe zurückgelassen werden. Die Öffnung von Schulen sei deshalb wichtig. Lockerungen in anderen Bereichen wegen der Ausbreitung der Corona-Mutationen dürfe es dagegen nicht geben, so Baerbock. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut heute 7.676 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 1.500 mehr als vor einer Woche. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt bei 60,2 und ist im Vergleich zu gestern leicht gestiegen. Juden in Deutschland leben nach wie vor in Unsicherheit. Darauf hat die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover, Rebecca Seidler, hingewiesen. Im Deutschlandfunk sagte sie, wir sitzen nicht auf gepackten Koffern, aber es gibt Momente, wo wir uns immer wieder vergewissern, wo diese Koffer stehen. Das Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, solle deshalb vor allem positive Einblicke in jüdisches Leben geben, um Antisemitismus und Vorurteilen zu begegnen. Mit einer aufgezeichneten Ansprache von Bundespräsident Steinmeier wird am Nachmittag in der Synagoge von Köln das Jubiläumsjahr eröffnet. Es erinnert an ein Ereignis aus dem Jahr 321. Damals erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das es Juden gestattete, in Köln städtische Ämter zu übernehmen. Die Urkunde gilt als ältester Beleg für die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland. In Myanmar haben wieder tausende Menschen in mehreren Städten gegen den Militärputsch protestiert. Das glaube ich, dass die manchmal echt verunsichert sind. Wenn du das so siehst, was die ganzen Querdenker da abgezogen haben mit ihren selbstgebastelten Judenstammen, bloß wegen einer scheiß Impfung. Und dann dürfen solche Leute noch marschieren gehen, also. Durch einen Kopfschuss verletzt worden. Die Frau soll heute beigesetzt werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen eines möglichen Drohneneinsatzes am Frankfurter Flughafen eingeleitet. Eine oder mehrere Drohnen hatten gestern Abend den Betrieb erheblich gestört. 2 Flüge wurden annulliert, 23 Flugzeuge konnten mit einer Ausnahmegenehmigung vom Nachtflugverbot erst verspätet abheben. Die bisherigen Ergebnisse deuteten auf eine gezielte Störaktion durch unbekannte Täter hin, erklärten die Behörden. Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Okay, Sport brauchen wir uns nicht antun. Aber bevor wir ins Spiel reingehen, wollte ich dir bloß mal was zeigen und mal, ich glaube, da hatten wir auch schon mal einen Trailer dazu gesehen. Ob du da Bock drauf hättest, dass wir das mal zocken. Also mich würde es schon reizen, bloß da müsste ich mir das jetzt gleich noch fix mitholen. Weil das ist jetzt bloß noch 5 Stunden, 6 Stunden knapp im Angebot. Für 50% reduziert. Ich glaube, das hat man schon mal gesehen. So in den Trailer. Oh, wie der humpelt. Das sieht halt richtig geil aus.
Bloß, dass das hier dann noch in 3D ist. Ach so, die, ja, genau. Ich glaube, das basiert auch auf nordischen, auf irgendwelchen nordischen Mythologien. Ich hätte gedacht, das hätte ich erst irgendwo gelesen. Ja, vielleicht habe ich es mir auch bloß eingebildet. Ah, hier, die Geschichte basiert auf verschiedenen Teilen der nordischen Folklore. Denke ich mir auch mal so, dass wir das machen können. Wirklich vertont ist es nicht, aber halt eine deutsche Bedienoberfläche und das passt ja dann schon. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges, Cooles? Na. Gut. Dann nehmen wir das so. Aber wer weiß, wann wir dazu kommen. Mit Grey Matter sind wir ja noch eine Weile beschäftigt. Ja, mein Paypal. Alter. Ja, dann ist weg. Auch kein Schwein sehen. Ach, warum speichert denn der scheiß Passwort jetzt nicht mehr? Aber ist ja auch nicht ganz verkehrt. Warum? Ach, Quatsch. So, Itze. Ja, zustimmen und bezahlen. Ja, normalerweise macht er das so. Aber ob ich jetzt das Passwort eingebe oder ne. Und so ist es vielleicht doch nochmal ein Stück. Ich habe doch keine Kreditkarte. Was willst du jetzt mit Kreditkarte? Dann müssen wir das halt anders machen. Ich starte schon mal Grey Matter und ich hole mir das dann fix am Handy. Ach, hier ist es ja. Neu in der Bibliothek. Okay. Na dann, dann schien es ja doch funktioniert zu haben. Hatte ich schon alles so, ich glaube, ich hatte es schon eingestellt, alles so, wie ich es brauche. Ach, siehste, ich habe noch gar keinen Tweet rausgejagt. Stream-Info, Grey Matter, passt. Link zu Kanal teilen. Twitter. So, jetzt geht's los. Prozent, aber wenn du das ansiehst, zu so 96, wir sind immer über 90%.
Was brauchten wir denn jetzt hier noch? St. Edmund Hall, das ist die hier. Da waren wir ja gerade drinne. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir da aufgehört haben, was wir da genau gesucht haben. Ach so, das mit dem Rätsel. Ja. Warte, 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 wenn sie dann drinne ist. Da können wir ja schon mal den Text uns nochmal angucken, wie weit wir den schon abgearbeitet haben. Kommt der vielleicht ohne einiges zurück. Dodo hat mal feurige Böcke, verzerrten Futter. Dort konnte man noch nicht hin. Da hat sie ja gesagt, dort können wir erst morgen hin. Finde Alice, weit ist sie nicht. Folge ihren festen Blicken. Such zuletzt den weißen Hasen. Und gib allen des Reimers Namen. Aber hier, rein theoretisch, müssten wir jetzt hier weitermachen mit den feurigen Böcken. Und da haben die uns ja gesagt, das wäre nicht hier, sondern woanders. Was hatten wir noch für Orte? In der Christchurch, der Speisesaal. Und dort haben sie uns aber erst... Der Reimer ist Lewis Carroll, Speisesaal. Ja, das war ja hier. Da, wo auch Harry Potter gedreht wurde. Bloß hier in den Speisesaal lassen sie uns nicht rein. Das sagt sie ja erst morgen. Das heißt, wir müssen hier irgendwas nebenbei noch mitmachen. Der Speisesaal hat heute geschlossen, scheinbar wegen Restaurierungsarbeiten an den Gemälden. Könnte sein, dass ich das Rätsel morgen erst beenden kann. Wir müssen hier noch irgendwas machen. Deswegen ist das ja ein... Ach so, ich muss mich wieder nach oben setzen, wa? Deswegen ist die Schrift ja golden. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, was wir hier machen müssen. Also ich würde behaupten, das hat hier irgendwas mit der Bewohnerübersicht zu tun. Wir sind ja bei denen schon überall im Zimmer gewesen und überall haben wir was gefunden. Ob das jetzt die Helena war, ob das der Harvey war. Oder wer war es noch? Hatten wir nur noch jemanden auf der Etage? War das die Amanda? Es war irgendjemand im zweiten Stock. Angela, wo siehst denn du hier? Amanda, Roberta, Scott, Charles, Grace, Parker, Helena. Na, das ist ja drüben bei den bei den Älteren. Und dort lässt uns ja der Aufseher nicht hin. Und das ist das, was ich denke, was wir noch machen müssen. Irgendwie einen Weg finden an dem Aufseher vorbei. Aber sicher bin ich mir da halt nicht. Ach nee, warte, jetzt weiß ich's wieder. Wir hatten doch hier im Fitnessraum. Wir hatten doch hier im Fitnessraum diese Stördinger angebracht. Weil wir dort